Kriege ich nicht. Ja, ich lauf weg. Konnichiwa, ihr lieben Nenners, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Age of Ebon, King of the Kill, zusammen mit dem Gemus mit. Guten Tag, ich versuche zu dem Umwegen auf den Berg zu kommen. Aber das dürfte easy hinhauen. Naja, bin schon fast da. Ja, ich ja auch. Ich mach schon Sturzflug. Sturzflug! Und nimmst du den Hintern zwei, oder wie? Wegen deinen. Mauer, ja. Na, mach auf. Mann, ich hab nur einen Bogen und einen Molly hier drin. Und Schuhe. Oh, ich hab eine Crate bekommen. Läuft bei dir? Nee, lass mich rein da. Eh nix drin. Ist noch irgendwas? Mann! Nicht? Nee, hier liegt noch eine Magnum, falls du das brauchst. Hier ja, hinten. Besser als nix, oder? Und ich könnte noch einen kleinen Rucksack anbieten. Ja, ja, ein Rucksack wäre auch super. Danke. Dann sollten wir irgendwo hinlaufen, wo vielleicht gut ist. Links. Da. Südöstlich ist eine Stadt. Ja, eine Stadt. Ein bisschen gefährlicher, ne? Ja, gut. Man kann ja auch mal gefährlich leben. Aber mit der Magnum würde ich da jetzt nicht unbedingt reinrennen. Ja, die ist One-Shot. Die ist One-Shot. Ja, One-Shot und du bist tot, wenn du den kriegst. Ja, ich habe auch einen Molly. Wow. Erstmal gucken, wo die Saves dann hinterher kommt, weil wir müssen eh laufen, weil wir haben noch kein Auto. Naja, Safe Zone ist eh gleich fertig. Naja, deswegen. Brauchen wir nicht lange rumeiern. Gucken wir uns mal um. Ob hier vielleicht ein Gegner rumstravenzelt, aber ich glaube mal nicht. Hier in der Gegend. Okay, wir müssen eh in die Richtung. Okay. Richtung City. Ja, rechts an der City vorbei war ein Zeltlager, glaube ich. Sicher bin ich mir da aber nicht. Du bist ja mapkundiger als ich. Zeltlager sind ja alle 5 Meter mal. Nee, großes Zeltlager mit vielen Zelten. Nee, das ist erst am Fluss. Das ist erst am Fluss. Ja, aber an der City vorbei. Ja, aber dann noch 5 Felder weiter. Ja, gut, aber... da auf der Map eingezeichnet, rechts über dem Flughafen. Ah, okay. Das ist das nächste Zeltlager in die Richtung. In die andere wäre es ein bisschen schneller in der Tat, aber... ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, vielleicht nicht mehr hin. Nee, hin schon, aber nicht mehr zurück. Ja. Aber wir hätten Loot. Vielleicht. Wenn da nicht schon jemand war. Ja, gut. Top 100. Nee, lass mal sterben gehen. Ja, Ziel erreicht. Mehr wollen wir gar nicht, Freunde, ne? Also Top 100 und dann ist gut immer. Dann ist alles andere. Ich schieß deswegen jetzt auch, wenn du hier vorbeiläufst, das Fass ab. Ja, waren Schüsse. Ja, die waren aber ein bisschen weiter weg. Hoffe ich mal so. Pistole. Hier hinten liegt noch eine AR. Ah, super. Da rechts. Hier. Wo? Ah, da. Dann können wir hier auch schon wieder raus. Ah, bin hinter dir. Ja. Indirekt hinter ihnen. Schüsse? Ja, waren die rechts von uns? Ich meine ja. Die können ja fast nur für uns gewesen sein. Oh. Aber war eine Piste oder so. Nichts Besonderes auf alle Fälle. Wir können dann nochmal gucken. Ne? Wo waren das jetzt? Hier oben. Ich glaub fast, dass der... ja, da läuft einer. Wo? Links. Am Hügel. Oh, der hat doch eine Waffe. Fuck. Oh, das sind zwei. Kriege ich nicht. Ja, ich lauf weg. Der hat mit der Piste getroffen, einmal. Wenn der nochmal getroffen hätte, wäre ich tot. Oh, blutest auch wie ein Schwein.
Ja, jetzt hat er sich hinter den Hügel verzogen. Rechts ist auch was. Am Dings war was oben. Aber lass mal nach hinten weglaufen. Da ist ein Auto. Ja, lass mal nach hinten weglaufen. Rückzug. Hab genug geblutet erstmal. Da oben ist ein Campingwagen. Oh ja. Geradeaus drauf zu. Da können wir ja mal versuchen hinzukommen. Drei First Aid Kits habe ich noch. Ich habe kein einziges, oder? Doch, ich habe eins eingesammelt. Bin schon still. Eins habe ich ja gefunden. Uiuiui, Freunde. Okay, der Bomber fliegt dahinter. Die haben zu gut getroffen. Die haben echt gut getroffen auf die Allein mit der Entfernung. Piste. Zack, hatte ich einen. Er ist schon pervers jetzt gewesen. Und der hat auch bestimmt 30 Damage gemacht, der Schuss. Ist ja echt eine Frage, wie können die auf die Entfernung so geil treffen? Es ist schon. Keine Ahnung, was die für eine Sensitivity haben, was die für eine Maus natürlich auch haben. Es spielt auch immer so eine kleine Rolle. Hier liegt nur ein großer Rucksack draußen. Ja. Ich wollte schon Und eine wieder. Shotgun. Ja, nimm dir nur das First Aid Kit. Aber hier liegt der große Rucksack. Ich nehme das Duct Tape hier erstmal mit. Sonst liegt hier nichts So. mehr. Okay, weiter geht's. Shirt. Ja, ich zerreiß erstmal. Er reißt. Und ich ziehe mir die anderen Schuhe an. Schuhe hat er auch noch. Junge, Junge. Da Naja, kann ich ja dafür schon habe mal ich keinen vorne. Helm. Kein Helm. Ja, wir müssen übrigens ein bisschen östlich, ne? Ich laufe dir einfach mal hinterher, ist ja kein Thema. Ja, und zweimal mir vorbei auf der Strecke wahrscheinlich. Na, ich mach mal kurz langsamer. In dem Moment, wo du es gesagt hast, war ich schon fast an dir vorbei. Naja, habe ich gehört. Dass es so viel ausmacht, die Schuhe, das ist übel. Ich muss schon wieder langsamer machen. Ich hol auf. Uiuiui. Kann ich ja wieder Vollgas geben. Nein. Und direkt rennt er wieder vorbei. Naja, Windschatten. Zzz. Naja, wahrscheinlich. Hoffentlich treffe ich gleich beim nächsten Gegner besser als gerade. Da rechts unten ist eine Hütte. Ja. Ich laufe mal kurz runter, wieder hoch und dann habe ich die Jäger wieder eingeholt. Ich brech dir mal kurz beide Beine. War Schieß mir doch ins Knie. das ein Buffet? Nein. Liegt dir nichts Au. hier, oder? Ducktape. Ein T-Shirt da. Nimm das Ducktape. Oder Er sind. will's nicht. Ach, das sind Kabel. Was sind Kabel? Das Ducktape. Hä? Wie, das sind Kabel? Das sind Kabel, kein Ducktape. Ducktape ist höher. Oder das ist Ducktape, was da drin eingesunken ist. Nee, die hatte ich schon auf einem Tisch mal liegen, also die kannst du nicht mitnehmen. Ab nach Osten. Ja. Es sieht halt so ähnlich aus. Genauso eigentlich. Ja, selbe Textur, nur flacher. Nein. Er zieht schon wieder vorbei. Die nicht vorbei. Noch nicht, ja. Kriegt der in den Hintern? Ich hab gepupt. Egal, das zieht vorbei. So wie ich. Oh Mann. Rechts waren Schüsse. Echt, habe ich nicht gehört. Ich schon. Also machen die Schuhe. Naja, mit den Schuhen hört man besser, wie das halt so ist. Geht dir das nicht so? Doch, doch, wenn ich andere Schuhe an habe, höre ich immer besser. Sag mal Am so, wenn. besten hört man übrigens mit dem Fresh Fry Sneakern, Freunde. Ja, komischerweise, manche Leute haben dann so ein komisches Rauschen bei mir, wenn ich die Arbeitsschuhe anhab. Das liegt aber, glaube ich, an den Leuten. Könnte sein.
die du zu 95% nur siehst, wenn du arbeiten willst. Das Nebengrundrauschen ist weg, wenn ich die Schuhe nicht anhabe. Hier war schon jemand? Ohne Witz, gut equipped ist auch anders. Na, ist so ein Grundequip, sag ich mal, ne? Und wenn jemand kommt, dann killen wir den und dann haben wir alles. Wahrscheinlich. Wenn er nicht alle verballert hat. Die meisten anderen haben ja jetzt wahrscheinlich 500 Schuss dabei, so gefühlt. Das zu verballern wird schon ein bisschen schwieriger. Nur ein ganz kleines bisschen, aber. Glaub, so viel Schuss haben wir noch nie verballert. Insgesamt nicht mal. Doch, insgesamt habe ich schon mehr verballert. Na du schon. Da ist ein First Aid Kit. Eins. Nö. Er springt an mir vorbei. Zack. Weg. Lass mir kurz zwei Bandagen machen. Ja, weil du hast ja kein Mini, ne? Ja, Bandagen gehen aber immer schneller. Da unten ist noch ein Wohnwagen. Ist da schon jemand gewesen? Sieht spontan so aus. Wir sollten da nicht hingehen. Ich gehe da alleine hin. Hallo, bleib da weg, meine First Aid Kits. Ich habe noch keine. Fick dich. Ich habe erst fünf. Erst ich eins. Ja, du hast dafür schnelle Schuhe. Du kannst schneller wegrennen vor den Gegnern. Dann brauchst du nicht so viele First Aid Kits. Vertrocknetes Blut schneller, meinst du? Ja, auf dem Weg, weißt du? Nein, da liegt kein First Aid Kit. Nein. Nein, nein, nein. Du übersiehst das eh. Ach komm, da ist nichts drin. Nichts. Du hast das First Aid Kit hier übersehen. Brauche ich dir nicht. Okay, wir haben bisher sehr geiles Loot auf jeden Fall, Freunde. Ne, und sehr viele Gegner gesehen. Zwei haben wir gesehen, sag ich mal. Drei, wenn man den im Auto auch noch zählt. Ja, den habe ich ja nicht gesehen, aber drei. Ach so, neue Safe-Zone. Und wir müssen nach Osten quasi weiter. Also wir sind eigentlich safe, aber hier kommt Boah. natürlich gleich dann alles an. Besonders die Leute aus Cranberry, weil Cranberry ist komplett raus, einfach mal mit einem Schlag. Ja. Da werden jetzt einige Könnte Leute draufgehen. ein paar Tote bedeuten, in der Tat, ja. Ich mag halt das nicht, wenn er sich im Wald zusammenzieht. Das ist Weil in der es halt Tat so. besser. Ja, gut. Einerseits ist gut, andererseits, naja, wenn es ins Gefecht geht, siehst du halt schlecht, wo wer ist. Na, wo siehst du besser? Auf offener Fläche. Ja. Ja, aber auf offener Fläche sehen dich die Gegner auch besser. Gut. Ist ein Argument, aber Und in der lieber. Stadt ist mir das ist komplett kacke, finde ich. Weil da kannst du in 5 Etagen sein, so gefühlt. Ja, gut, da brauchen wir nicht reden. Stadt ist definitiv das Schlechteste, was sein kann. Weil sonst ist man immer auf dem Boden eigentlich. Maximal mal auf dem Berg oder so. Ja, aber nie dreidimensional, was du halt Ja. in der Stadt sein kannst. Oh, von diesem Hochhaus kommt ein Schuss. In welcher Etage? Keine Ahnung. Wir haben 20 zur Auswahl. Wobei, so krasse Hochhäuser gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Dass man so. Doch, dachte schon. Ah, da Ja, vorne ist ein ich weiß es Wohnwagen. nicht. Nee, nee, Aber nee, nee. bei Pleasant Valley früher war das gefühlt schlimmer. Mit Hm, diesen stimmt. 5 Hochhäusern dann direkt nebeneinander, Ja, das war. oder? Da ist jemand im gegnerischen, gegenüberliegenden Hochhaus. In welchem? Na, in welchem Welche Stockwerk? Etage? Ah, schon gelootet. Ah, oh, schon gelootet. Vielleicht haben sie ja was übersehen. Ducktape sehe ich da drin schon wieder. Wo siehst du Ducktape? Hier hinten. Oh, diesmal ist es auch Ducktape. Er nimmt das Ducktape, obwohl er schon eins hat. Ja, wenn du die ganzen Medikits nimmst, muss ich mich auch irgendwie tapen. Ja, mit Ducktape oder was? Das Naja. wird's, glaube ich, bringen. Das stoppt auch die Blutung. Naja. Nicht in H1Z1. Komm, weiter geht's. Ohne Scheiß, in der Zombie-Apokalypse würde ich auch Ducktape hernehmen, um mich zu verarzten. Wäre mir in einer Zombie-Apokalypse in der Tat auch egal. Da würde ich auch irgendwie ein T-Shirt zerreißen, um mich zu verarzten. Was Machst du hier ja 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 im auch geht, ja, Prinzip. das stimmt. Aber. Ich würde mich tackern. Ja, So wie ich glaube in beim der Tat, es ist Eishockey. ein bisschen schwerer, an Tackernadeln zu kommen in der Zombie-Apokalypse. Na, ein Büro. Ich würde mal sagen, da kannst du relativ geil tackern.
Aber mit so kleinen Zerkern, meinst du, das bringt was? Besser ist gar nichts, oder? Kommt drauf an, weiß ich nicht. Da links ist eine Hütte. Naja. Ich renne gerade rüber. Naja, ich renne hier kurz rechts an das Lager. In der Hoffnung, hier liegt irgendwas, aber nur ein Rucksack. Eh nur noch 33 Leute. Ja, wie gesagt, Cranberry ist Oh, draußen. fuck. Was ist los? Da hinten kommt der Airdrop runter. Wo? Ja, ist ja noch ein Stück. Vielleicht findet man ja einen Quad oder so ein Scheiß. Nee, nicht verrecken. Hör auf. Stopp. Oh, ich will aber. Hier ist, Er glaube geht ich, von schon hinten in gelootet. das Haus. Ne? Er Ah. sieht gelootet aus. Aber komischerweise, hier liegt eine Schrotze. Mit Moon? Ja, mit Moon. Oh, hier draußen liegt ein First Aid Kit. Vielleicht nehmen die Schrotzen nicht gerne mit. Könnte ja sein, aber um ehrlich zu sein, im Nahkampf echt OP das Ding. Vielleicht gehen die nicht gerne in den Nahkampf. Das werden die zwei gewesen sein, die wir uns auf die Distanz so behagt haben, oder? Nicht gesagt. Hier ist nichts darin. Die werden doch irgendwo einen Helm liegen gelassen haben, oder? Nein, nein. Außerdem brauche ich den dann. Weißt du, die Body Armor brauchst, oder? Naja. Brauche nur noch Duct Tape und einen Helm. Schnelle Schuhe habe ich jetzt 20.000 gefunden. Echt? Ich habe keine gesehen. Ich schon. Ah. Oh, lol. Mach nochmal Schrotzen. Jetzt habe ich schnelle Schuhe. Lebst du noch? Ja, gut, dass ich unterm Dach stehen geblieben bin, weil ich das Zischen der Bomben gehört habe. Gut, dass ich einfach direkt ins Dings bin, ins Haus. Ne. Ich bin halt unterm Vordach stehen geblieben. Hier liegt ein Loot, ne? Oh, Helme. Und AK, Moon. Und AK. Und Ja. oh, 10 First Aid Kits. Pff, gönn dir. Und ein Autoschlüssel. Für welches Auto? Für irgendeins. Ist egal. Ja, irgendwo wird ja das Auto hier rumstehen. Ach so. Könnte sein. Um das geht's mir. Vielleicht hatte der Typ aber auch 5 Autoschlüssel dabei. Gibt's ja öfter mal. Also ich brauche nur noch Duct Tape. Ich brauche nur noch einen Helm. Hier liegt Ach noch ein ja, Rucksack. ich hätte übrigens zwei Ducktapes, so ist nicht. Bevor das so unnütz in meiner Tasche rumliegen, kannst du haben. Fährt irgendwo ein Auto? Ich habe sie dir mal gedroppt. Da hinten, oder? Ja, da wo ich gerade stehe. Hier ist irgendwo, glaube ich, gerade ein Auto gefahren, so gefühlt. Dankeschön. Hast direkt zwei gedroppt. Ja, ich habe ja zwei. Na, jetzt hast du keins mehr. Ja, ich hatte zwei. Ja, ich habe zwei Granaten jetzt dafür. Hab ich jetzt den Makeshift-Armor schon. Wow! Okay. Von wo kamen die? Von wo? Siehst du den? Ich habe ihn gerade am Auto rumlaufen sehen. Von welchem? Der ist Richtung Mitte reingelaufen. Ja. Wow! Hinter dem nächsten Haus steht er. Ins Haus ist einer gegangen, ins Haus. Wow! Der wirft mir eine Granate hin. Ja, okay. Wo ist der hin? Der will uns umrunden. Bin ein bisschen nach hinten gelaufen. Der schießt auf mich. Der hat mich im Visier. Wo ist der? Irgendwo rechts an unserem Haus, wo wir gerade noch standen. Glaube, ich lenke die ganz gut ab, indem ich hier einfach wegrenne. Oh! Okay, doch nicht. Ich bin ihm direkt in die Arme gelaufen.
Und er hat nur einen Schuss gebraucht. Lächerlich. Eieiei. Ei, ei. Ja gut, ich hatte auch keinen Helm. Muss ich mal auch sagen. Gar keinen? Nee, in der ganzen Hütte war kein Helm. Hab ja die ganze Zeit gesagt, ich hab keinen Helm. Ja, ich dachte, du hast wenigstens einen, so. Nee. Ich würde mich ja nicht beschweren, wenn ich einen Helm hab. Na, ich dachte, du brauchst nur einen für Makeshift Armor. Ich baue mir so selten die Makeshift Armor. Das kann sein. Apropos, meine ist kaputt gegangen. Jetzt brauche ich einen Helm und dann kann ich mir wieder eine machen. Ist ja schön. Gut, dass ich dir beide Duct Tape gegeben habe. Ja. So nett bin ich zu dir, weil ich weiß, du hast die höheren Überlebenschancen. Ich bin ja auch einfach weggerannt. Ja, keine Ahnung, ich bin 2 Meter gelaufen, wurde auf mich geschossen. Ohne Helm und ohne Makeshift-Armor, vielleicht nicht so eine tolle Idee. Im Speerfeuer zu stehen. Looten mich nicht mal. Ja, dann lagen ja auch noch ein paar ungelootete. Da habe ich ja den Dings her. Die AK und so. Die AK. Die 35 First Aid Kits geführt. Ich guck mal kurz. Oh, hab nur 20. Nur. Der ganze Rucksack voller Medikits, aber hey, ich hab nur 20. Na, nicht ganz. Ich hab noch Platz für weitere 20 so gefühlt. Ich hab 907 Slots belegt von 2400. Mhm. Polizeiauto ist hier durchgefahren, qualmt ein bisschen. Naja, ich bin... nicht mal in der Nähe, würde ich sagen. Ich wollte es dir nur gesagt haben, so als Information. Naja. Da guckt hier noch rum. Oh, AR-Mun. Jagt da einfach am Baumstamm so. Ja. Kann ja man doch mit, oder? Ja, nimm mit. 16 Leute leben noch. Muss ich echt alleine die Runde gewinnen, Freunde, weißt du? Ja, das machst du. Komm. Mit einem einzigen Kill. Kann passieren, ne? Lustiger wäre es mit gar keinem Kill. Das wäre dann so eine richtige Pazifistenrunde. Das ist meistens sehr ungewöhnlich, aber kam auch schon vor. Ja. Uiuiui. Oh, der Flieger könnte mich eventuell vielleicht ein bisschen treffen. Ach, du hast ja 20 First Aid Kits. Wickel dich ein wie eine Mumie, dann geht's dir gut. Oh, das war vielleicht ein bisschen knapp. Wäre ich nicht zur Seite gegangen, wäre ich vielleicht tot. Aber nur vielleicht. Ja, das hat nie gesagt, ne? Ja, klar. Das Ding kann dich auch treffen und du hast noch 20 HP oder so. Ist auch schon vorgekommen. Mhm. Hier kommt vielleicht ein Auto auf mich zu. Aber ich bin ja nicht blöd und nehme einfach das Quad, was hier steht und fahr weg, aber bin leider gestorben. Ich hab's gesehen. Zehnter sind wir geworden. Okay, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut aber bei unseren anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.